Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Vorlesung in der Vorlesungsreihe der parapsychologischen Theorien. Ja, in der Kladistik gehen wir jetzt ein bisschen weiter, nachdem wir die Grundlagen einigermaßen gut abgearbeitet haben und befinden uns jetzt bei dem Treppen im Wald. Das ist direkt die erste Unterkategorie der Phänomenologie, wo man, ja, ich sag mal, die direkt abtrennen muss, weil sie eine Sonderstellung haben und in ansonsten kein kladistisches Modell reinpassen würden. Die erste Frage, die man sich also stellen täte, bei der Phänomenologie: Handelt es sich um Treppen, die man im Wald findet? Und wenn man diese Frage mit Ja beantwortet, dann landen wir halt hier. Und ansonsten geht es in der kladistischen Einteilung dann später in den Videos weiter. Wir werden jetzt erstmal hier zwei Videos lang bei den Treppen im Wald bleiben. Der erste Teil, wie ihr jetzt seht, ist Beschreibung und Theorien. Also, was sind Treppen im Wald? Wieso könnten sie das sein, was sie sind? Und der zweite Teil, das ist dann Video 8. Da kommen dann die Beispiele mit den falschen Berichten bzw. Fehldeutungen und den wahren und plausiblen Berichten, ehe wir dann, wie gesagt, in der Kladistik weiter voranschreiten. Gut, fangen wir einfach an mit der Beschreibung. Erstmalig wurde das Phänomen der Treppen im Wald in den 1940ern, kurz nach dem Roosevelt-Vorfall in den USA, berichtet und entsprechend Stairs in the Woods getauft. Das ist natürlich Englisch. Es wurde dann ins Deutsche entsprechend übernommen. Und vermehrt tauchten Berichte erst ab 2019 auf. Das ist eine große zeitliche Lücke. Aber erst seit 2019, ja, ich nachsage so, haben die einen Hype erfahren. Die wird es auch in der Zwischenzeit gegeben haben, wahrscheinlich in derselben Anzahl. Aber durch die Medialisierung und dass das in Fokus geraten war bei einigen größeren YouTubern, ist das dann in Fokus halt gerückt und ist jetzt immer mehr bekannt geworden. Es handelt sich eigentlich immer oder fast immer um Treppen, die aus Metall oder Stein bestehen. Es gibt ein paar Ausnahmen. Manche sind auch aus Holz oder aus Materialien beschrieben, die uns scheinbar unbekannt sind zum aktuellen Zeitpunkt. Und diese Treppen finden sich eigentlich auch immer nur fernab der Zivilisation, in der Regel in Wäldern oder auf irgendwelchen Freiflächen, wo man sie nicht erwarten möge. Sie erwecken halt immer den Anschein beim Anblick, dass sie da einfach nicht hingehören. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Fakt. Es gibt tatsächlich ja einige Treppen, die als Aussichtsplattform konstruiert sind. Die stehen tatsächlich dann manchmal an Wanderwegen oder sowas. In Deutschland gibt es da jetzt mittlerweile auch ein paar. Wird auch oftmals drüber gestritten, weil es sehr oft als Steuerverschwendung angesehen wird. Und von denen muss man das natürlich abtrennen. Die sind natürlich dann bewusst gewollte Treppen. Man weiß, dass und wer sie konstruiert hat. Und in der Regel gehen mit denen keine Phänomene einher, sondern sie sollen halt einen besseren Überblick verschaffen. Weltweit kommen diese Treppen vor, aber hauptsächlich wurden sie aus den Nationalparks der USA berichtet, also wirklich in tiefster Wildnis. Und der Zustand der Treppen kann stark variieren. Es wurde von verfallenen Treppen bis hin zu Treppen berichtet, die wie neu aussehen, manchmal sogar mit glänzenden Treppenläufern. Die Form der Treppen ist so vielseitig, wie man sie von echten Treppen auch erwarten möge, also geradlinig einfach eine Richtung führend, wie das eine Rolltreppe zum Beispiel hat, oder um die Ecke, wie man das von Treppenhäusern kennt, aber auch spiralförmig, wie man das halt von Wendeltreppen kennt, ist auch vorhanden. Die echten Treppen im Wald sind manchmal nicht immer vorhanden. Das bedeutet, sie tauchen ab und an auf und verschwinden dann wieder. Das ist ein wichtiges Merkmal, was sie natürlich von diesen, ich sag mal, Treppen für Touristen oder allgemein für die schöne Aussicht unterscheiden, dass sie halt einfach verschwinden oder sich manchmal auch bewegen. Meist werden sie nachts gesehen und sind am nächsten Tag verschwunden, weil sie ab und an wieder auftauchen, oftmals von Parkrangern aus den USA berichtet, und bei denen muss man halt als Zeugen davon ausgehen, dass das Leute sind, die Ahnung haben, wovon sie reden. Also so ein Parkranger, der hat ja im Prinzip als Job, den Park oder das Naturschutzgebiet an sich zu überwachen. Die laufen rum, laufen Patrouille, schauen sich die Natur an, schauen, ob da irgendwer Quatsch macht, beobachten die Natur, nehmen Proben, zählen Bestände etc. pp. Also
Das sind zwar riesengroße Gebiete und die werden natürlich dann auch noch zwischen den Rangern meistens aufgeteilt, aber an sich kennen die sich halt gut aus. Und wenn die sagen, da ist eine Treppe und am nächsten Tag war ich nochmal da und die war nicht da, dann ist es relativ unwahrscheinlich, dass man sagt, ja gut, ist halt ein Wald oder irgendeine Fläche, da hat der Kollege sich halt verlaufen. Das mag einem normalen Menschen relativ häufig passieren können, wenn man bedenkt, wie schnell man sich eigentlich in den Wald verläuft ohne Kompass. Gibt es einige Experimente zu, die sind sehr, sehr spannend, dass wenn man keine Survival-Techniken oder Kompass hat, man im Wald eigentlich immer in den Kreis rennt, auch wenn man das Gefühl hat, man läuft geradeaus. Aber das nur by the way. Bei Park-Rangern kann man, denke ich, davon ausgehen, dass die wirklich ihr Gebiet kennen. Ja, wie schon gesagt, hauptsächlich aus den USA und daher glaubhafte Zeugen diese Parkranger, weil sie sich auskennen. Wie auch schon erwähnt, manchmal bewegen sich diese Treppen und ändern ihren Standort nach dem Verschwinden und wieder auftauchen. Das ist allerdings meist nur wenige Meter, dass sie dann 5 oder 10 Meter weiter wegstehen. Und manchmal findet man dabei auch Brandspuren oder andere Abdrücke. Es gibt einige Berichte über Treppen im Wald, doch nicht alle beschreiben ein Phänomen, das hatte ich vorhin schon angedeutet. Wenn wir die Treppe hier zum Beispiel anschauen, die sieht wirklich halt aus wie so eine typische Treppe für eine Aussichtsplattform. Aber Merkmale echter Treppen im Wald als Phänomen ist, dass die Treppe solitär und somit losgelöst von anderer Struktur sein muss. Ansonsten ist sie in der Regel nur Rest eines Gebäudes, kann man sich vorstellen. Sagen wir mal so eine alte Waldhütte, die aus Holz gebaut ist, aber vielleicht die Treppen sind aus Stein gebaut, die in das erste OG führen würden. Dann kann das durchaus sein, dass wirklich das Haus schon längst weggefault ist, während die Steintreppe verbleibt. Zweitens, die Treppe muss mit Phänomenen einhergehen. Also die Treppe selbst stellt dann in dem Moment ein Fokusort dar, welcher entweder Phänomene triggert oder als Akkumulator fungiert. Anders kann das nicht funktionieren, weil es ist nicht abhängig von den Menschen, die die Treppe begehen, sondern von der Treppe selbst. Das ist was anderes wie bei einem Spuk, der Menschen fixiert ist. Da muss der Mensch irgendwie an einem bestimmten Ort sein. Aber hier trifft es verschiedenste Menschen. Und es ist immer halt auf den Ort, in dem Fall die Treppe, fokussiert. Das heißt, die Treppe selbst muss das Phänomen sein. Manche Berichte über Treppen im Wald gehen ohne Phänomene einher oder die Treppe ist nur ein Überbleibsel einer Struktur. Das ist dann halt so eine typische falsche Treppe oder falsch gedeutete Treppe im Wald. Und das erkennt man meist daran, dass die Treppe halt, wie schon mal gesagt, als Aufstieg- oder Aussichtsplattform dient oder halt Rest eines Gebäudes ist. Wie schon gesagt, zum Beispiel bei einem Gebäude, wo vielleicht die Treppe aus Stein ist, der Rest aus Holz war und das Holz weggerottet ist. Oder es werden keine Phänomene im Zusammenhang mit der Treppe berichtet. Dann ist das halt keine phänomenale Treppe im Wald, sondern wahrscheinlich, auch wenn man keine anderen Reste sieht von anderen Gebäuden oder so, wird sie natürlichen, beziehungsweise natürlich ist relativ, aber menschengemachten Ursprungs sein, bewusst einfach nur aus irgendeinem Grund, wie halt bessere Aussicht zu generieren. Ja, was sind die berichteten Phänomene im Zusammenhang mit Treppen im Wald, die eine Sonderstellung von diesen der Kladistik verursachen? Wichtiger Hinweis zuvor ist allerdings, bevor wir uns das anschauen, es gibt sehr, sehr viele Phänomene und gerade die Diversität dieser Phänomene ist sehr markant und lässt halt kladistisch nicht zu, eine Eingliederung in eine tiefere Ebene zu machen, sondern muss schon ganz weit oben in der Phänomenologie eine Sonderstellung haben, weil es halt nichts Vergleichbares gibt. Aber von diesen Phänomenen müssen nicht alle parallel auftreten und auch nicht immer, aber es muss halt wenigstens ein Phänomen gegeben sein. Erstens, die Treppe verschwindet manchmal und oft taucht sie später wieder auf, das ist so das Klassische. Und ich sage mal, das Gefährliche, wenn es denn stimmt, ist natürlich, es gibt keine überzeugenden Videos oder Bilddokumentationen dazu, sondern wirklich nur Berichte. Aber das Schlimme ist, wie gesagt, es kann auch sein, dass das Menschen betrifft, die diese Treppe begehen. Und wenn die Treppe sich dann delokalisiert, also sprich verschwindet, dann trifft das in der Regel auch den Menschen.
Das ist ein besonderes Phänomen, das nennt sich Evanesceti. Dazu kommen wir dann in den späteren Vorlesungen, 9 und 10 werden wir es behandeln. Ist aber nur ein Phänomen, das die Treppen betrifft und deswegen kann man es nicht nur der Evanesceti zuschreiben. Aber das, wie gesagt, im Detail dann später. Manchmal betrifft es auch nur die Person, das heißt, die Treppe bleibt da, aber die Person verschwindet ganz einfach. Das zweite Wichtige, was oftmals damit einhergeht, ist die Zeitdilatation. Das ist kein Begriff aus der Parapsychologie, sondern eigentlich aus der Astrophysik und beschreibt, dass die Zeit langsamer oder schneller vergeht, je nachdem, von welcher Seite man es betrachtet. Und das kann mit hoher Wahrscheinlichkeit mit der Delokalisation im Zusammenhang stehen. Also Zeitdilatation meint wörtlich eigentlich, ist ein Phänomen der Relativitätstheorie von Einstein. Umso näher man der Lichtgeschwindigkeit kommt, desto langsamer vergeht die Zeit aus Sicht eines ruhenden Betrachters auf den bewegten Betrachter. Ist ein bisschen kompliziert, wie gesagt, das machen wir später. Bei Zenologie kommt das nochmal ganz, ganz ausführlich. Es gibt auch noch andere Zeitdilatationen, zum Beispiel die gravitative. Das werde ich dann auch hier gleich nochmal anreißen müssen, aber wirklich die Details kriegen dann eine eigene Vorlesung der Zenologie, die brauchen wir dann auch erst richtig. Drittens, Schwindel- und Übelkeitsgefühl. Das kann mit der Delokalisation und Zeitdilatation sehr stark zusammenhängen. Das ist ganz gut denkbar, weil das eine enorme Belastung für die elektrischen Prozesse in unserem Körper wäre. Und weist medizinisch auch auf Sauerstoffmangel im Kopf hin, ist auch ein relativ bekanntes Phänomen, dass wenn, oder Phänomen zu übertrieben, aber eine medizinische Sache, dass wenn wir Sauerstoff unterversorgt sind, uns schwindlig oder übel wird. Das kann eine der Ursachen sein, das ist natürlich aufgrund fehlender Untersuchungen nicht gesichert, ob das hier der Fall ist. Das kann wie gesagt auch eine Störung der Biochemie sein, der elektrischen Prozesse. Es gibt viele, viele Gründe. Der Mensch ist ein sehr komplexes Wesen und das Phänomen ist ganz schlecht erforscht. Aber man kann schon mal festhalten, die Treppen führen in der Regel nicht besonders hoch, bis auf eine Ausnahme, von der berichtet wurde. Aber das ist halt, wie gesagt, eine Ausnahme. Es kann aber damit der Höhenunterschied nicht die Ursache sein. Natürlich, umso höher man kommt, umso weniger Sauerstoff ist in der Luft gebunden und kann auch dementsprechend weniger eingeatmet werden, was halt bei Bergsteigern natürlich auch zu Sauerstoffunterversorgung führen kann, deswegen die auch in der Regel Sauerstoffflaschen mit sich führen. Aber die Treppen, um die es normalerweise geht, da redet man von maximal 10 bis 20 Metern und das reicht einfach nicht dafür aus, dass das so einen hohen Unterschied macht. Viertens, unbestimmte Frequenzen. Das ist auch ein sehr spannender Teil der Phänomenpalette, die es hier gibt. Denn manche Zeugen sprechen von Geräuschen und Vibrationen, die sie nicht genau bestimmen können, die aber offenbar von den Treppen ausgingen, weil wenn die Treppen verschwunden waren, waren die dann auch weg. Auch häufig berichtet ist fünftens die Introspektivaura. Klingt erstmal ein bisschen unhandlich. Introspektiv bedeutet so viel wie nach innen gerichtet und Aura heißt ja eigentlich so viel wie eine Art Ausstrahlung, also eine Ausstrahlung, die irgendwie nach innen gerichtet ist. Bedeutet aber ganz einfach ausgedrückt, man hat ein Unwohlsein oder das Gefühl von Bedrücktheit beim Anblick oder Betreten der Treppe bis hin zum Gefühl der Unwirklichkeit. Das geht auch teilweise dann zu sechstens über, die akustische Abschottung. Es wird ab und an davon berichtet, von Personen, die sich auf der Treppe befinden, dass sie auf einmal die Umgebungsgeräusche nicht mehr hören können. Also stellt euch vor, ihr geht in den Wald und hört dann ja, die typischen Waldgeräusche, Rascheln von Blättern, irgendwelche Tiere, die durchs Unterholz wegen, Vögel, die zwitschern, all solche Dinge. Und auf einmal, abrupt, hören diese Geräusche auf. So als wärt ihr, ja, ich sag mal, in einen abgedichteten Raum gegangen, schallabgedichteten Raum, wo aber das Licht durchdringen kann, deswegen optisch gar nicht wie ein Raum aussieht. So kann man sich das vielleicht am ehesten vorstellen. Und das ist natürlich schon ein Hinweis auf einen dimensionalen Übertritt oder halt wirklich eine sehr starke Sauerstoffunterversorgung. Weil klar, wenn das Gehirn nicht genug Sauerstoff hat und dann fallen nach und nach Prozesse aus, das kann natürlich auch die Sinneswahrnehmung betreffen. Aber wie gesagt, die Sauerstoffunterversorgung allein durch die Treppe der Höhe kann die nicht bedingt sein. Das führt uns natürlich direkt zu den Theorien.
Es wurden natürlich immer viele, viele Theorien gesponnen. Ich versuche jetzt mal die wesentlichen vorzustellen, die relevant sein könnten. Das sind im Prinzip zwei Stück, auf die man es fokussieren kann, die ich auch noch im Detail tiefer ausgearbeitet habe. Aber wir fangen erstmal ganz simpel an. Die Treppen im Wald nehmen, wie ja schon gesagt, eine besondere kladistische Stellung ein, da sie eine Vielzahl von diesen diversen Phänomenen beinhalten, die aber nicht immer auftauchen. Das bedeutet natürlich auch aus wissenschaftlicher Sicht ein großes Problem, denn eine Einschätzung kann hier folglich nur bedingt für alle Treppen im Wald erfolgen. Oder anders ausgedrückt, man muss jede Treppe spezifisch betrachten und wir können halt für das Gesamtbild der Treppen im Wald einfach nur zwei Hauptphänomene, die fast immer berichtet werden, zugrunde legen als, ich sage mal, Indikator für das Phänomen. Und das ist halt das Verschwinden und die Zeitdilatation. Deswegen müssen wir da ein besonderes Augenmerk drauf legen. Das haben leider viele, die Theorien entwickelt haben, nicht gemacht. Und das ist natürlich ein Problem, weil man muss natürlich versuchen, das auf wissenschaftliche Weise anzugehen und zu klären, zu schauen, was wissen wir, wie hängt das zusammen, passt das irgendwie? Natürlich kann man auch immer hergehen und sagen, ja, okay, das ist dann irgendwas von Aliens, das passt schon, die können halt alles. Oder sagen, ja, das ist Phänomenologie, das ist was Besonderes, es gibt Dinge, die der menschliche Verstand nicht versteht. Prinzipiell ist diese Aussage ja gar nicht mal falsch. Es gibt wirklich haufenweise Dinge, die wir nicht verstehen. Tatsächlich auch wissenschaftliche Dinge. Wir verstehen zum Beispiel nicht, warum Menschen, die ja dieselbe Art sind, verschiedene Anzahl von Knochen haben. Der eine hat 207, der andere hat 211 oder so. Ich habe die genauen Zahlen nicht im Kopf, aber ein bisschen mehr als 200 war es. Das wissen wir halt auch alles nicht. Aber wir müssen natürlich trotzdem versuchen, von der Basis auszugehen, dass wir irgendwas wissen, das, was wir als Naturgesetze halt kennen und uns von da aus nach vorne arbeiten. Und genau das versuchen wir hier. Wir fangen mit dem Spannendsten an, mit der Dimensionsthese. Denn am häufigsten wird ja berichtet, dass die Treppe und unter Umständen Personen, welche diese betreten, verschwinden. Wie gesagt, das ist hauptsächlich das Thema Evanesketie, die wir dann in den Vorlesungen 8 und 9 behandeln. Nee, gar nicht wahr, 9 und 10 behandeln. Und Personen, die wiederkehren, berichten davon, dass sie gefühlt nur wenige Stunden weg waren, aber tatsächlich sind teilweise ja mehrere Jahre vergangen. Das konnte belegt werden. Es gibt da teilweise extremste Fälle, aber in der Regel auch gut belegte. Und wie schon vor uns erläutert, ist das ja das Phänomen der Zeitdilatation, die wir aus der Astrophysik kennen. Das bedeutet, wenn wir, wie gesagt, mit unseren zwei Thesen der Relativitätstheorie rangehen, dass die Betroffenen sich der Lichtgeschwindigkeit oder einem starken Gravitationsfeld genähert haben. Wie gesagt, die genaue Zeitdilatation, wie das funktioniert, machen wir dann viel, viel später. Ich kann noch nicht sagen, welches Video das wird. 50 plus würde ich mal schätzen, wenn wir dann im Bereich der Xenologie sind. Aber um das mal zumindest so grob zu erklären, wie wir es jetzt gerade brauchen. Ein Gravitationsfeld führt dazu, seht ihr oben im Bild, dass die Raumzeit gekrümmt wird. Unten ist es auch nochmal dargestellt, weil die Raumzeit wird natürlich aus unserer Sicht mindestens dreidimensional, also jeder Raum wird gekrümmt. Die Gravitation zieht halt auch den Raum an. Aber oben erkennt man das, das weiße oder gelbliche soll der Lichtstrahl sein. Und hier sieht man eigentlich, das Licht wird halt auch gekrümmt und bewegt sich dann um den Planeten drumherum. Es macht also eine Art Bogen. Problem ist natürlich, wenn wir jetzt die Raumzeit krümmen durch ein Gravitationsfeld, das stark genug wäre, die Raumzeit so stark zu krümmen, dass das Licht viel, viel länger benötigen würde. Also dass das Licht fast wie eine Spirale läuft oder ganz eng. Weil das Licht determiniert auch die Zeit. Das heißt, umso länger Licht braucht, um einen Weg zurückzulegen, desto langsamer vergeht sozusagen die Zeit. Das ist das Phänomen der Raumzeitgravitation. Aber wenn man sich vorstellt, wie stark das sein müsste, bei der Erde ist es fast unmerklich. Also man kann das vernachlässigen. Man hat Flugzeuge genommen, hat sie so weit wir es können beschleunigt, einmal um die Erde und einmal draußen im Orbit mit einem Satelliten gemessen. Umso näher man ein Gravitationsfeld kommt, umso stärker ist ja der gravitative Effekt. Und der Unterschied von Lichtsekunden, also das war so unglaublich gering, dass man gerade mit einer Lichtuhr, das ist ein ganz spezieller Aufbau, das ist eine Uhr, die einen Lichtblitz abgibt und dann zählt, wie schnell
oder wie oft dieser Lichtblitz in der Zeit hin und her geht. Das ist eine sehr, sehr genaue Messung, sehr, sehr aufwendig. Aber man merkt es fast nicht. Und wenn wir es merken würden, würde es wahrscheinlich so stark sein, dass die Erde zerreißt. Wenn wir da auf einmal ein Gravitationsfeld auf der Erde haben, sprich die Treppe, das so stark ist, dass die Raumzeit viel, viel stärker gekrümmt würde, dass das Licht einen unglaublich längeren Weg bräuchte, wäre die Gravitation normalerweise so hoch, dass es eigentlich unsere Erde zerfetzen würde und ja, gravitativ die Erde sich sozusagen zu der Treppe bewegen täte, in den Stücken, in denen sie danach zerfallen würde. Das heißt, das können wir schon mal als Ursache ausschließen. Ich habe jetzt ein bisschen vorgegriffen, aber das musste kurz sein bei dem Thema. Das heißt, es bleibt übrig eine Beschleunigung nahe der Lichtgeschwindigkeit. Ich denke, es ist ziemlich klar, das Licht ist mit rund 300.000 Kilometern pro Sekunde das schnellste, was es anhand der Bewegung gibt. Vorsicht, das schnellste allein können wir nicht sagen. Die Ausdehnung von Raum und Zeit durch die Entfernung der Systeme zueinander ist höher. Da müssen wir mit der Hubble-Konstante arbeiten, aber das ist auch ein viel späteres Thema, was jetzt zu weit führt. Nur mal schon mal, dass ihr es gehört habt. Aber wir können uns vorstellen, wenn wir auf 300.000 Kilometer pro Sekunde beschleunigen könnten als Menschen, ohne Schutz wäre das tödlich. Weil das ist natürlich krass, wie viel Energie auf uns einwirkt. Außerdem bräuchten wir für so eine Beschleunigung extrem viel Energie und die besitzen wir schluss einfach nicht. Wir können das nicht. Wir können das in einen Teilchenbeschleuniger erreichen. Ich bin mir nicht mal sicher, ob wir da, wie weit wir da an die Lichtgeschwindigkeit rankommen. Aber de facto ist das so unglaublich energieaufwendig. Also für ein Kilogramm hatte ich, glaube ich, mal ausgerechnet. Ich weiß gar nicht, wie viel das war. Ich glaube, man brauchte 7 Monate von einem Atomkraftwerk oder so, damit das reicht. Also das ist eine abartig hohe Energiesachen, die man da benötigen würde. Sprich, das kann einfach nicht so simpel die Lösung sein. Allerdings würde das mit der Lichtgeschwindigkeit ganz gut zu den Berichten passen, bei denen bei Verschwinden der Treppe Brandspuren zurückbleiben. Weil das bedeutet ja, diese Treppe hat sich irgendwie entfernt, sei es jetzt in unserer dreidimensionalen Raumzeit oder sei es, dass sie in eine andere räumliche Dimension übergetreten ist, in der wir sie nicht mehr wahrnehmen können. Da kommen wir gleich ein bisschen genauer zu. Das wird auf jeden Fall ja mit Energie verbunden sein, mit viel Energie. Und das würde Brandspuren relativ gut erklären. Kann natürlich aber auch sein, dass die betroffenen Treppen selbst irgendeine Energie emittiert haben, die ja bei dem Gras in der Nähe bei längerer Bestrahlung vielleicht zu Brandspuren führte. Kann man sich theoretisch vorstellen, wenn man jetzt einen stark strahlenden Reaktorkern hat. Das sieht halt oder kann halt auch dazu führen, dass es wie Brandspuren aussieht, wenn der jetzt tatsächlich auf organisches Material trifft. Ich greife jetzt, wie gesagt, ein bisschen der Dimensionsthese vor. Genauer schauen wir die uns bei dem Thema Spuk an. Das wird schätzungsweise so ungefähr ab Vorlesung, ja, 20 schätze ich mal passieren. Das Schöne an der Dimensionsthese, die simpel gesagt, es gibt halt mehr als die drei räumlichen Dimensionen plus Dimension 0 oder 4, je nachdem wie man zählt, die Zeit, die mehr oder weniger alles determiniert, weil Physiker ausgerechnet haben, damit wir unsere Problematiken, die wir so allgemein in der Physik und der Quantenphysik haben, brauchen wir mindestens 10 räumliche Dimensionen. Und das Schöne an der These ist halt, sie löst das quantenmechanische Problem, dass ein Quantenteilchen ein anderes beeinflussen kann, ohne dies zu berühren. Und zwar macht es das mit energetischen Brücken, indem die beiden Teilchen miteinander verbunden sind. Aber wir können sie selbst nicht sehen. Ich zeige euch das gleich dann mal ein bisschen am Bild, aber erstmal hier mit den Bildern ein bisschen erklärt oben. Von links nach rechts sehen wir halt die grobe Materie, wie wir sie wahrnehmen. Hier ist halt ein Pagodentor dargestellt, könnte aber auch alles andere sein, ein Haus. Wir wissen, ich denke, bis zu den nächsten zwei Punkten sind wir alle mit an Bord, dass die natürlich aus irgendwelchen Molekülen bestehen und die Moleküle wiederum aus Atome mit einem Atomkern. Ihr seht hier rot und grün sind die Protonen und Neutronen und im gelben Radius, nenne ich es mal, ist die sogenannte Elektronenwolke, wo man das Elektron nicht genau bestimmen kann. Und diese ganzen Teilchen, Elektronen, Neutronen, Protonen, aber hauptsächlich Neutronen und Protonen, bestehen selbst wieder aus Teilchen. Das sind die Quantenteilchen. Da gibt es diverse verschiedene Quarks halt, wie man sie so schön nennt.
Und man hat sich gefragt, warum haben Quarks verschiedene Eigenschaften? Warum ist nicht ein Quark wie das andere? Warum gibt es Elektronen, Positronen, Neutronen, Inflatonen und so viele, viele weitere Gluons? Ist auch noch ein spannendes Thema, aber das führt jetzt auch zu weit. Und da hat man die Stringtheorie etabliert, die auch die Basis für die Dimensionsthesen ist, weil diese auch, wie gesagt, erstens die quantenmechanischen Probleme löst, warum manche Dinge passieren, und auch viele astrophysische Probleme löst, wie dunkle Materie und dunkle Energie, wo leider alle bisher aufgebrachten Thesen massiv falsifiziert wurden. Die Stringtheorie hingegen würde diese Probleme alle zusammenlösen, und man strebt ja an, diese sogenannte einheitliche wissenschaftliche Theorie, klingt immer total toll, ist es auch in der Wahrheit. Man unterscheidet ja momentan im Prinzip Astrophysik, die klassische Physik und die Quantenphysik, das sind ja drei einzelne Gebiete, wo man sagt, jo, da gelten zwar großteils dieselben Regeln, aber im Detail halt nicht. Und das ist natürlich unschön, das ist wissenschaftlich sehr ungenau. Und wie gesagt, die kleinsten Sachen, die Quarks, bestehen aus, und das ist die Theorie, die Stringtheorie, aus Strings. Und ein String ist ein, ja, Bündel an Energie, seht ihr auch unten links dargestellt, so stellt man sich den String vor. Das ist allerdings ein sogenannter P-String, den wir hier sehen, aber dazu gleich mehr. Und diese Energie stellt man sich vor als loser Faden oder öfters halt auch als verbundenes Objekt wie ein Ring, der in verschiedenen Frequenzen vibriert. Und man geht davon aus, je nachdem, welche Frequenzen die Strings haben, bilden diese verschiedene Teilchen. Also ich sage mal als Beispiel, einer, der mit 10 FPS eine Frequenz aufweist, der bildet dann halt meinetwegen ein Gluon, während der 20 macht, zu einem Elektron wird, beziehungsweise mehrere davon halt das Elektron bilden. Und warum ist das eigentlich überhaupt so wichtig? Also die Dimensionsthese ist für uns wichtig, weil wir haben ein interessantes Phänomen in der Quantenphysik, wie ich es auch schon hier im Text beschrieben habe. Es passiert, dass Teilchen oder ein Quantenteilchen A ein Quantenteilchen B beeinflusst, das aber entfernt von diesen liegt. Es berührt es einfach nicht. Das passt halt nicht. Normalerweise haben wir, dass Materie durch verschiedene Bindungen zusammenhängt, zum Beispiel Atombindung. Und wenn sich dann natürlich ein Teil bewegt und die Energie nicht so stark ist, dass die Bindung reißt, automatisch alle anderen Teile, die mit dranhängen, auch bewegt. Das können wir ganz simpel testen. Nehmt ein Objekt in die Hand und bewegt es. Wenn das jetzt ein relativ festes Gitter hat, ich habe jetzt einfach so eine Taschentuchpackung hier mal in die Hand genommen, dann bewegt ihr natürlich nicht nur ein Molekül, auch wenn eure Finger halt nur einen kleinen Bereich davon berühren, sondern alle, weil die in einem Gitter zusammenhängen. Ihr habt nicht genug Energie dafür. Nehmt ihr allerdings jetzt so ein Taschentuch raus und reißt es auf beiden Seiten, dann reißen halt die Bindungen irgendwo und ihr habt das Ding in zwei Teile gerissen. Das sind natürlich dann trotzdem Billionen von Moleküle, wo ihr die Bindungen getrennt habt. Das passiert da im Prinzip ja. Und das ist halt dann die spannende Sache. Wie können die sich denn beeinflussen? Zweite Sache ist natürlich, wir haben natürlich auch, dass ein Teilchen, das mit keinem anderen Teilchen in Kontakt steht, das beeinflusst. Das passiert aber dann durch regelmäßigen Kontakt. Wenn wir zum Beispiel jetzt eine Tür öffnen in einen Raum, der warm ist, zu einem Raum, der kühler ist, dann bewegen sich die Teilchen, die warmen Teilchen zum kalten und die kalten zum warmen. Das ist eine ganz normale Sache, das haben wir auch schon in vorigen Vorlesungen besprochen gehabt. Und die Teilchen geraten aneinander. Teilchen sind nie in Ruhe, wenn sie frei sind, sondern sie zittern sowieso immer hin und her. Und sie treffen dann halt auf andere Teilchen, schubsen sich gegenseitig hin und her und dadurch beeinflussen die sich. Bei den Quarks ist das aber halt nicht immer so. Und deswegen geht man davon aus, sie müssen irgendeine Verbindung haben, eine Art energetische Brücke, die wir aber nicht messen können. Wie geht das? Nun, die energetische Brücke muss von unserem Raum in einen anderen Raum, den wir nicht wahrnehmen können, übertreten und wieder zurück in unseren Raum, wie ein unsichtbares Band, zu den anderen hin, dass wir es dann wie ein Seil zwischen beiden gespanntes bewegen. So, aber wie gesagt, das sind im Prinzip diese Strings, die miteinander verbunden sind. Das sind die sogenannten D-Strings, die für Dimensionless sich vielleicht ganz gut merken. Und da ja das Teilchen ein anderes hier bei uns beeinflussen kann, indem es eine andere räumliche Dimension ragt, ist es natürlich denkbar, dass vielleicht nicht jedes in unserer Dimension wieder endet, sondern halt in der anderen Dimension endet.
Was bedeutet natürlich, dass Energie zwischen Dimensionen ausgetauscht werden kann. Und das würde auch berichtete Gefühle wie Übelkeit und Schwindel ganz gut erklären, da entsprechende Störungen der biochemischen Körperprozesse wahrscheinlich wären. Wenn wir in ein, ich sage mal, D-String-Feld, das nennt sich dann Balk, geraten würden und in diesem Balk Energie von unserer in die andere oder umgekehrt, dann würde es aus unserer Sicht ein Energieverlust sein, der aktuell physisch nicht zulässig wäre. Aber der würde natürlich auch an unsere Energie zehren. Und vielleicht, auch wenn das jetzt schon ein kleiner Vorschub ist, ist das halt auch die Übelkeit oder den Schwindel, den viele bei den Eintreten von Geistphänomenen berichten. Aber wie gesagt, das später dann genauer bei Spuk. Ich musste jetzt noch, wie gesagt, ein bisschen vorbrechen, wir gehen noch ein bisschen tiefer rein. Diese Deep Brain, dies ist halt eine räumliche Dimension, das kann unsere sein, wird halt auch Bulk genannt. Und ihr seht jetzt die zwei Stringarten, um die es hier geht. Das eine sind die P-Strings, die in derselben Brain bleiben und dort halt ja, die Elementarteilchen sozusagen bilden. Der D-String ist hingegen so, er geht von einer Dimension in die andere, könnte aber auch wieder zurückgehen. Man weiß nicht, wie viel und welche Varianten es gibt. Es ist einfach zu klein, um das zu messen. Man muss sich halt vorstellen, diese Strings sind kleiner als Elektronen. Das heißt, selbst wenn wir halt ein Elektron drauffeuern würden, um zu sehen, ob es zurückprallt, würden wir den String in dem Moment so stark beeinflussen, dass wir das Experiment nicht wiederholen könnten und hätten also keine Sicherheit, ob das, was wir am Ende rausgefunden haben, jetzt nur Zufall war oder ob es konkludent ist. Das ist ja auch so ein großes Problem, was wir in der Parapsychologie haben. Es wird empirisch erwartet, dass man, wenn man dasselbe macht, unter denselben Bedingungen dasselbe Ergebnis rauskommt. Es gibt halt nur viele Dinge, wie ich das schon in voriger Lesung schon mal erläutert habe, wo das einfach nicht funktioniert. Und gerade im mikroskopischen Bereich verursacht das halt mit unserer aktuellen Messtechnik Probleme, die wir noch nicht lösen können. Okay, aber die Theorie geht dann zur Brain-Theorie, deswegen heißen die Dinger Brain. Würden sich mehrere D-Strings zusammenlagern, das wäre zum Beispiel bei Strangelets der Fall, das schauen wir uns in Xenologie an, das ist auch wieder ein Sonderbegriff, das ist ein ganz spezielles, sehr energiereiches ja, Teilchen und viele vermuten, dass die dunkle Materie, die einen Großteil der Materie des Universums ausmacht, wahrscheinlich Strangelets sind, beziehungsweise seltsame Materie, die durch Strangelets gebildet wird, egal, aber könnten diese so temporär eine große Brücke in andere Dimensionen bilden, welche wie ein Portal einen Übertritt auch von Materie ermöglichen würden. Ich stelle mir das vor. Also diese Brain hier ist ja, um das vereinfacht darzustellen, einfach mal wie so ein großer Quader dargestellt. Mag sein, dass das richtig ist, das weiß einfach keiner, ist sehr unwahrscheinlich. Wahrscheinlich wird eine Brain sphärisch sein, also kugelförmig. Das ist halt die ideale Form, die im Universum immer angenommen wird. Alles hat im Prinzip eine sphärische Form, manchmal gestreckt, manchmal gestaucht. Aber im Prinzip ist alles irgendwie sphärisch. Deswegen ist zu vermuten, dass diese Brains auch sphärisch sind. Jetzt kann man sich das schwer vorstellen, weil es ist ein Problem, sich das vorzustellen, was man nicht vor Augen hat. Ich möchte euch später dann wirklich das genauer vorstellen. Ich habe mir verschiedene Sachen überlegt, wie man das gut darstellen kann. Andere haben sich auch natürlich Gedanken dazu gemacht. Ich bin natürlich nicht der Einzige. Aber nur so viel, wenn man sich vorstellt, umso näher sich diese Brains kommen, umso eher und wahrscheinlicher ist es, dass sich D-Strings bilden. Wenn nun an einem Ort wirklich sich sehr viele kumulieren und dort Energie übertreten kann, wäre es denkbar, dass halt auch Materie übertragbar ist. Warum? Weil, wie wir in den letzten Vorlesungen ja auch gelernt haben, Materie wird oftmals heute noch von Leuten, die es ja sich nicht mit der Quantenmechanik oder Quantenphysik allgemein beschäftigen, als eine Trennung von Energie abgesehen, aber in Wahrheit ist Energie und Materie dasselbe in zwei verschiedenen Zustandsformen. Materie ist gebundene Energie, die ist fest in Gittern oder sowas gebunden. Und Wellen sind fluktuierende freie Energie in Anführungszeichen. Wenn wir aber alle Energie aus Bindungen lösen würden, würde sehr viel frei werden, extremst viel. Mehr als bei einer Kernfusion. Das ist die sogenannte Ruheenergie. Wenn man da komplett rankäme, das wäre Wahnsinn. Man könnte mit wenigen Atomen eine Stadt versorgen. So, jetzt stellt man sich vor, wenn diese Sphären eine eigene Gravitation bilden und davon gehen viele Astrophysiker, das ist wie der Sprung, wo ich sagte, die Astrophysik ist auch wichtig,
davon aus, weil wir haben im Weltraum oft gravitative Felder ohne einen materiellen Gravitationspunkt. Also sprich Gravitationsfelder und sagen, Moment, wo kommt die Gravitation denn bitte her? Was gut dafür spricht, dass ja eventuell aus einer anderen Dimension eine materiereiche Sache dort ist, die aber gravitativ übertritt und auch bei uns Gravitation verursacht, in unseren Brain oder Dimension, wie auch immer ihr den Begriff gerne halten möchtet. Wahrscheinlich hat man Brain auch gewählt, weil Dimension so abgespaced und klingt und natürlich mit Vorurteilen behaftet ist. Ich möchte es aber eigentlich gerne tatsächlich verwenden, weil unter Dimension kann man sich zumindest was vorstellen. Ist natürlich physikalisch auch ein Problem, weil mit Dimension kann man auch Größen meinen. Aber okay. Jetzt stellt man sich aber vor, wirklich, dass an zwei Punkten oder an einem Punkt zumindest unsere Brain und die einer anderen Dimension nahe kommen. Dann anhand des Bildes, stellt euch einfach vor, wir rücken diese Brains näher beisammen, ist es doch sehr wahrscheinlich, dass mehrere D-Strings sich bilden und durch die gravitative Energie und diese energetischen Übertritte, also ich nenne sie jetzt einfach mal Gap Junctions, das kennt man vielleicht aus der Biologie oder aus der Medizin beim ja, den Zellen, das sind Verbindungen, wo Energie und Information getauscht werden können. Wie eine Gap Junction dann sich als großes Bündel auftut, an den Stelle, wo es sich überschneidet. Und Materie dann halt auch übertreten kann, weil sich wie eine Art, ja, ich sag mal, Tunnel bildet. Das ist natürlich sehr, sehr theoretisch. Das ist unglaublich spekulativ, aber es wäre zumindest eine versuchte Erklärung, wie das Phänomen zustande kommen könnte. Wie gesagt, das können dann halt diese Treppen im Wald sein und würde mit energetischen Nebenerscheinungen, wie dem berichteten Brandsporn und den seltsamen Frequenzen einhergehen. Zumindest wäre das denkbar. Stellt euch vor, ihr habt zwei Magneten als Dimension, als Beispiel, und ihr bringt die nahe beieinander, ohne dass die Pole zueinander zeigen, sondern Minuspol zu Minuspol oder Plus zu Plus. Ihr merkt die Energie und ihr kriegt diese nicht zusammen, so stark ist niemand. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr das makroskopisch machen würdet, ihr würdet diese Energie hören, die, ja, ich sage mal, kämpft, in Anführungszeichen. Und das könnten durchaus diese Frequenzen sein, die berichtet werden. Die zweite relevante These wären Alien-Artefakte. Es gibt einiges, was neben der Dimensionsthese dafür spricht. Allerdings, um diese These zu begehen, müssen wir davon ausgehen, dass Aliens uns erreichen können. Was automatisch natürlich zur Folge hätte, dass sie über eine höhere Technologie als wir verfügen. Denn wir haben bisher noch keine Aliens gefunden und wenn die uns finden, dann müssen die irgendwas können, was wir nicht können. Das, ich denke, das ist soweit klar und ich denke, da geht auch jeder konform mit. Und wie bei der Dimensionsthese bleibt dann die Frage nach der Ursache der berichteten Zeitdilatation. So, das ist ein Prinzip, nochmal kurz einfach die Wiederholung. Hatten wir gerade geklärt mit den Gravitationsfeldern und mit der Beschleunigung. Und wie gesagt, dazu später in der Xenologie mehr. Das, was ich euch vorhin erklärt habe, gilt hier natürlich 1 zu 1. Und darauf aufbauen können wir sagen, es wäre also nur denkbar, dass eine Strecke in mindestens 95% der Zeit, welches Licht benötigt, zurückgelegt werden würde, ohne diese Geschwindigkeit zu erreichen. Das ist ganz wichtig. Also, wir müssten das Licht überholen, in Anführungszeichen gesagt. Das geht halt nur, wenn wir schneller als das Licht sind. Das ist unmöglich. Das bedeutet, wir können nur abkürzen irgendwie. Denn Geschwindigkeit ist der Weg durch Zeit. Also soll die Geschwindigkeit konstant bleiben, aber ein Weg in der gleichen Zeit wie mit höherer Geschwindigkeit zurückgelegt werden, dann bleibt nur rein mathematisch ganz simpel die Variante, dass der Weg gekürzt werden muss. Und die Lösung ist, massereiche Objekte wie schwarze Löcher und die von Einstein vorhergesagten weißen Löcher krümmen die Raumzeit. Schwarze Löcher kennen wir, die sind bewiesen. Das sind halt Punkte mit hoher Gravitation, die alles anziehen. Und weiße Löcher, sagt man oder geht man davon aus, sind das Gegenteil, entweder Antimaterie oder aber etwas mit hohen Abstoßenkräften, das Materie ausspuckt. Ja, ist sehr schwer, weil das kennen wir noch nicht, aber das ist für die Vorstellung gut. Und die Vorstellung von Einstein-Rosenberg war, das sind die zwei Wissenschaftler, nach denen das benannt wurde, die sogenannte Einstein-Rosenberg-Brücke, aber die ging davon aus, wenn zwei so gebeugte Raumzeiten wie durch schwarze und weiße Löcher
aufeinandertreffen, dann könnte sich in diese eine Art Tunnel verbilden, wie eine Brücke. Und das wäre dann eine Abkürzung, also sprich ein Wurmloch oder halt Einstein-Rosenberg-Brücke, wie der wissenschaftliche Begriff dafür ist. Hier seht ihr es dargestellt, rot wäre das Licht, das geht in den normalen Weg der Raumzeit. Das sieht für uns jetzt nur für die Darstellung gebogen aus. Es wäre theoretisch, aber man kann es sich nicht vorstellen. Ich stelle euch einen dreidimensionalen Raum vor, der so gebogen wird, dass er in denselben anderen dreidimensionalen Raum hineinragt. Das ist schon sprachlich eine Herausforderung, das ist einfach nur zur Vereinfachung. Während jetzt hier wir in Anführungszeichen den grünen Weg gehen würden, die Abkürzung über die Einstein-Rosenberg-Brücke. Und damit könnten wir, obwohl wir langsamer als Licht sind, das Licht überholen und könnten somit die Zeit in Anführungszeichen austricksen. Genau, während das Licht, das determiniert die Raumzeit, den Umweg halt geht, habe ich ja gerade erklärt, kann ein Objekt durch den direkten Weg der Einstein-Rosenberg-Brücke denselben Punkt in der gleichen Zeit oder weniger Zeit sogar mit niedriger Geschwindigkeit erreichen, was natürlich dann tatsächlich sowas ermöglichen würde, dass für den normalen Betrachter, der nicht auf die Treppe geht, die Zeit in Anführungszeichen normal vergeht, während für den, der sich darauf befindet, gefühlt die Zeit langsamer vergeht. Also für den auf der Treppe ist es so, die Zeit vergeht ganz normal. Aber wenn er zurückkommt, dadurch, dass er sich dann nahe der Lichtgeschwindigkeit bewegt hat, ist für ihn fast keine Zeit vergangen. Während dann aber für alle Normalos, in Anführungszeichen, die nicht die Treppe gegangen sind, die Zeit aus Sicht desjenigen, der auf der Treppe war, schneller vergangen ist. Und tatsächlich sind die dann auch natürlich mehr gealtert als er. Das ist kein Sci-Fi. Der Weg dahin, okay, der ist Sci-Fi, aber die Tatsache, dass, wenn man sich der Lichtgeschwindigkeit nähert, die Zeit langsamer vergeht und auch die Alterungsprozesse entsprechend langsamer vergehen, die sind de facto richtig, die sind bewiesen. Das sehen wir uns später dann auch beim Zwillingsparadoxon genauer an. Theoretisch wäre denkbar, dass Treppen im Wald eine außerirdische Technologie darstellen, welche auf die Einstein-Rosenberg-Brückentechnologie zurückgreifen. Warum außerirdisch? Nun ja, wir können es nicht und wir können, glaube ich, davon ausgehen, dass alte Zivilisationen das auch nicht beherrschen. Es bliebe also halt nur, dass es halt Alien-Technologie ist oder halt eine zufällige Anomalie. Es wäre aber sehr unwahrscheinlich, dass sie die dann einfach so häufig einfach auf der Erde hier finden. Ja, berichtete Nebenerscheinungen wie die Brandspuren können natürlich auf Strahlung hinweisen, ebenso die Frequenzen, die berichtet werden. Und die beide deuten definitiv ja auf eine starke Energieumwandlung hin. Und als Wissenschaftler müssten wir natürlich, wenn wir mal so eine Treppe im Wald untersuchen, was ich tatsächlich gerne würde, ich kenne allerdings keine in der Nähe. Die müssen wir natürlich dann messen, dokumentieren, beobachten und schauen, wie die sich verhält. Und das sind auch Sachen, die berichtet werden, die oftmals auch in UFO-Landungsberichten zu finden sind. Also oftmals, wenn wirklich der Richter von UFOs gelandet ist, findet man auch am Ort der Landung Strahlungsrückstände, wenn man da mit einem Geigerzähler lang geht, Brandspuren und natürlich auch Druckstellen. Also das ist nicht ganz unüblich. Der Übertritt von einer anziehenden zu einer abstoßenden Gravitation, wie es in Einstein-Rosenberg-Brücken sein muss, würde gesundheitliche Belastungen wie in einer Achterbahn hervorrufen. Es wären halt echt starke Gravitationskräfte, die auf einen wirken. Und das passte dann natürlich auch zu Berichten der Übelkeit und Schwindel. Wahrscheinlich könnte man in dem Moment, wenn man ungeschützt eine Einstein-Rosenberg-Brücke betritt, wäre man höchstwahrscheinlich allerdings, bin ich mir ziemlich sicher, auf verschiedenste Weisen tot. Ich vermute, man würde auf jeden Fall zerrissen werden. Und ich denke auch relativ, dass da so ein hoher Druck herrscht, dass man wahrscheinlich auch implodieren würde. Als drittes machen wir trotzdem noch die Spezialfälle. Die Zeitdilatation ist das wichtigste Merkmal und am schwersten auch zu erklären. Auch das Verschwinden ist halt sehr wichtig. Es gibt jedoch auch viele Sonderfälle, die eher zu Allgemeinspuk passen und vielleicht auch eher dahin zu ordnen sind. Das ist halt, wenn wir eine Treppe haben, wo die Leute zwar, ich sag mal, Phänomene berichten, die aber nichts mit Zeitdilatation oder mit der Evanescetie zu tun haben. Und das sind sowas wie Stimmen, Schreie, Schritte auf oder nahe der Treppe. Wie gesagt, immer ohne Zeitdilatation. Und das entspricht dann halt normalen Spuk. Genauso wie Berührung und Gefühl von Kälte, oftmals mit Übelkeit, sind Indizien, die jedenfalls typisch für Spuk sind. Und die würden wir von Treppen im Wald dann abtrennen, weil
Wie gesagt, das wäre dann kladistisch sehr gut einzuordnen und keine notwendige Unterscheidung, weil ob jetzt sagt, wir haben jetzt ja, Stimmen gehört auf einer Treppe oder Stimmen in einem Gebäude, ist prinzipiell jetzt erstmal von der Sache dasselbe. Mag sein, dass das verschiedene Ursachen hat, ist aber jetzt nicht unbedingt wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist immer das, was sich markant unterscheidet, und das ist bei den Treppen im Wald halt wirklich die jeweilige Skizie und die Zeitdilatation. Das sind Sachen, die bei normalen Phänomenen nicht berichtet werden. So, und damit sind wir heute am Ende angelangt mit dem ersten Teil zu den Treppen im Wald, wo es jetzt ans Eingemachte ging. Ich hoffe, ich konnte, auch wenn ich bei vielen Themen zugegebenermaßen ein bisschen vorgreifen musste und die deswegen nur angeschnitten habe, diese trotzdem zumindest gut genug erklären, dass man grob verstanden hat, was so die Gedanken dahinter sind. Wie gesagt, zu diesen angesprochenen Themen werden wir das dann später nochmal in eigenen Vorlesungen genau erklären. Das möchte ich aber wirklich gerne im Zusammenhang mit Spuk machen, weil es da wirklich perfekt hinpasst und das dann Erklärungen sind, die wirklich eindeutig zutreffen würden und ich auch besser daran erklären kann, wenn wir da ein bisschen in der Thematik drin sind. Ja, ansonsten geht es nächstes Mal halt dann weiter mit den Praxisbeispielen, Beispiele für Fakes oder Fehldeutung und für wahre oder zumindest plausible Berichte. Und bis dahin sage ich danke für eure Aufmerksamkeit. Vergesst nicht, ein Abo dazulassen. Über ein Like freue ich mich natürlich auch immer, hilft uns auch sehr. Ja, wir finanzieren uns ja komplett selbst und deswegen hilft es uns natürlich sehr, wenn ihr uns unterstützt durch Likes, Klicken und natürlich aber auch Kommentare, die helfen halt auch, weil sie die Traffic des Videos ein bisschen erhöhen und damit uns ein bisschen mehr Spielraum geben. Aber wir lesen halt auch sehr gerne die Kommentare. Diejenigen, die welche schreiben, die wissen halt auch, dass ich diese wirklich sehr gerne kommentiere und versuche nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Und das macht mir auch immer sehr viel Spaß. Also jetzt entlasst euch aber, genug geredet. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.